Hallihallo und willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Es geht weiter im LS22-Projekt Grow Level Up. In der allerersten Folge des Projektes haben wir erstmal die Charaktere kennengelernt, wir haben unseren Hof gefunden und wir haben so ein bisschen gelernt, worum es eigentlich in dem Projekt geht. Dieses Mal wird aber direkt schon eifrig drauf losgearbeitet. Wir schnappen uns unsere ersten Geräte und werden produktiv. Und wir erfahren auch, wie sich Damon und Cordula eigentlich kennengelernt haben. Das ist nämlich eine ziemlich verrückte Geschichte. So, Franz. Und, wovor schlägt's uns zwei Hübschnäpschen? Wir laufen jetzt hier wieder den Berg hoch. Ja. Na, wird das nicht ein bisschen anstrengend mit Ihrem 47? Ach nein. 49, bitte. Ach, Entschuldigung, ich bin ja 47. Ach, ja, Mensch. Genau. Nee, das geht. Zu Fuß bin ich ganz gut. Mit den Händen klappt es ab und so nicht ganz so. Ja, das Rheuma, Mensch. Wissen Sie, das krabbelt bei mir auch schon durch die Finger. Ja, eher Parkinson in die Richtung. So oh je. Ein bisschen zittern, ja. Genau, deswegen hakt es ab und zu mit den Türen. Da ist ja kein Problem. Einfach nichts bei denken. Wissen Sie, ach, denken, das ist sowieso nicht meine Stärke. Da kann ich bis jetzt noch nichts zu sagen. Das sehen wir ja, wie Sie die Arbeit erledigen, ob Sie mitdenken können oder nicht. Das kriegen wir hin. So. Und dann... Ah, das ging jetzt aber super. So, da ist der Ladewagen, den Sie gerne benutzen dürfen. Das hier? Ja, genau. Eieiei, das ist aber ein großes Gerät, sagen Sie. Ja, es funktioniert super. Vorsicht, der hat Allradlenkung. Muss ich das, was da hinten steht, mitnehmen? Nee, Sie haben das Richtige schon drauf. Ach, wunderbar. Ich komme dann mal später gucken. Aber einen Führerschein braucht man ja nicht dafür, oder? Nein, das braucht man nicht. Na dann ist ja gut, wissen Sie. Das Fahrrad war schon ein bisschen hoppelige Angelegenheit. So, jetzt fahre ich auch zu diesem Feld 2 da, wie Sie gesagt haben, ne? Genau. Alles klar, bis später. Bis später. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. So, wo müssen wir denn hin? Wo bin ich eigentlich? Wo bin ich denn? Welche Farbe habe ich eigentlich? Feld 11. Ach du meine Güte, das ist ja super weit. Tor 2? Oh, warum ist denn das so weit weg? Ach du meine Güte. Okay. Gut. Oh, Cordula dreht durch. Den schon, ne? Aber das sind ja auch alle lebensmüde, dass die hier an so einer Landstraße alle an der Seite laufen. Die ist schon auch ein bisschen gruselig. First Person sieht so aus. Aber da ist der einfach still. von innen. So. Und Damon! Oh! Und da bin ich. Hallo, na, hallo. Wie läuft's bei dir? Ganz gut bis jetzt, ganz gut. Ich komme gut klar. Und du? Ach ja, weiß ich nicht. Die Fahrt war schon ein bisschen wild, sag ich dir. Hast du die Passanten gesehen? Die wären mir beinahe vom Traktor gelaufen. Oh, die sind aber auch lebensmüde, dass die da mitten am Straßenrand laufen, oder? Ach, das habe ich mir auch gedacht. Das ist ja unerhört. Das stimmt. Und sonst? Alles gut?
Och ja, Mensch, alles ein bisschen aufregend hier, ne? So, jetzt, jetzt treffen wir zwei uns hier nach den ganzen Monaten mit der Online-Freundschaft. Weil es ist ja auch ein bisschen aufregend. Wir hatten ja auch noch gar keine Zeit füreinander. Das stimmt allerdings. Wissen Sie, weißt du, man trifft ja wirklich selten auch Gleichgesinnte. Das ist wohl wahr. Dass wir uns da in der Facebook-Gruppe mit den Bienenliebhabern, also das war ja wirklich. Ach. Also ich hätte nie gedacht, dass es jemanden gibt, der auch so Bienen mag wie ich. Na, das hätte ich auch nicht gedacht. Also wirklich. Ist eine schöne Geschichte, ist toll. Das stimmt. Ja, und was hältst du da von dem Hansel da, der da auf unserem Hof hier, der Franz? Also, das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Da muss ich noch mal ein bisschen gucken, aber er kam mir ein bisschen müde rüber, hatte ich das Gefühl, aber naja. Ach Mensch, Damon, 49, du, der ist mal dauermüde, ich sag's das, dir. Das kann auch sein, oder? Aber wie alt bist du denn eigentlich, Damon? Das haben wir gar nicht geklärt. Ich bin 42. Ach Mensch, guck mal. Toll, das passt doch mit uns hier. Stimmt, oder? Oder 47? Das passt, oder? Das passt. Ja, wunderbar. Mensch, ab so einem gewissen Alter darf man ja auch nicht mehr wählerisch sein, ne? Das ist auch richtig, ja. Ach ja. Aber guck mal, jetzt fährt er hier mit diesem großen Traktor lang. Er guckt bestimmt, ob wir das hier richtig machen. Hallo. Hallo, Franz. Hallo. Hallo Cordula, hallo Damon. Hallo, hallo. Willst du mitfahren? Willst du reinspringen, Franz? Auch wenn das geht. Und da komm dazu, Mensch. Oh ja, die Seezeitung schon angemacht für dich, alles vorbereitet. Im September, da wird es ja schon manchmal ein bisschen, ne? Sehr, sehr schön. Lass sie mir auch schön alles hier vom Rand mit aufsammeln, bitte, ja? Ja, ich gehe da nochmal am Ende drüber. Wissen Sie, am Ende nochmal Reste zusammenkratzen? Ja, okay. Nicht, dass ich mir Sorgen machen muss. Nee, ach. Also, wissen Sie, eins können Sie sich merken. Wenn's hier, ich gehe mal davon aus, wir sammeln das für die Tiere, oder? Bestimmt das Futter. Ja, also wissen Sie, wenn es um Tiere geht, da können Sie auf mich bauen. Ja, sehr gut. Weil Gras ist kostbar. Ja, also Tierwohl steht für mich an erster Stelle. Weil Tiere sind Freunde, das ist ja klar. Ja. Das finde ich eine sehr gute Einstellung. Ja, ich habe in meinem Leben oft die Erfahrung gemacht, dass es auch bessere Freunde sind als andere Menschen. Kann auch sein, ja. Ja, vor allem aber die Bienen. Bienen sind auch sehr wichtig sowieso. Ja, erstmal ist Honig sehr lecker und gesund. Mhm. Und die kümmern sich echt gut um die Natur. Ja, also Bienen sind wirklich. Wissen Sie, der Dame und ich, wir haben uns ja über unsere Liebe zu Bienen kennengelernt erst. Ah, sehr schön. Ja. Sehr schön. Ja, ich habe da so eine Facebook-Gruppe eröffnet. Die Bienenliebhaber heißt die. Beziehungsweise die Bienenliebhaber 1. Irgendjemand kam auf die Idee, schon mal so eine Gruppe mit dem Namen zu erstellen. Ja. Ja, da haben wir uns getroffen. Ah, ja. Sehr, sehr, sehr schön. Ja, und da hatte ich auch eine Frage über Bienen. Da konnte sie mir sofort beantworten. Okay. Ja, ich bin sehr belesen, was Bienen angeht. Ja, Bienen sind was Schönes. Ja, auf jeden Fall. Ich muss mir auch irgendwann, will ich mir noch mal ein Bienenhäuschen irgendwo hinstellen. Ja, ach, sagen Sie Bescheid, also da kann ich Sie beraten. Sehr gut. Ja. Das kriegen wir bestimmt hin. Da gibt es so ein neues Modell. Das heißt, der Insafter 4503. Das ist das Beste gerade auf dem Markt. Okay. Ja. Entsaftet der nur Waben? Was entsaftet der? Entsaftet der nur die Waben? Ja, selbstverständlich. Der ist ganz sanft zu den Bienen. Und das Tollste ist, der ist mit Bluetooth. Ach, da macht eine Benachrichtigung auf Handy, wenn fertig ist, oder was? Nee, da kannst du die Musikbox anschließen. Ach so. Das ist ja auch toll. Weißt du, da kannst du immer ein bisschen den 90er Pop hören, wenn du unterwegs bist. So, Franz, ich glaube, das Ding hier ist voll. Was machen wir jetzt? Fahren wir zurück jetzt? Jetzt fahren wir wieder zurück, genau da, wo die Ballen liegen. Dieses, da mit der blauen Folie, wo sie runtergefahren sind. Da fahren sie dann einfach an die Ecke ran. Okay, aber Sie wollen mitkommen oder wollen Sie aussteigen? Ich steig aus. Okay, na dann mal raus mit Ihnen, zack, zack.
Die ganze Wiese muss ja hier gemacht werden, ne? Genau, bis gleich. Alles klar. Gut, bis die ganze, gleich, die Herren. Tun Sie nichts, werden, was ich nicht genau auch tun würde, ne? Nee, und fahr vorsichtig, bau keinen Unfall. Ja, das kriegen wir schon hin hier. Gut. Wollen Sie mit einsteigen, geht dort? Nee, das so geht leider nicht. Der Sitz ist mir zu unbequem für meinen Hintern. Oh, ja, okay. Dann fahre ich mal weiter. Aber ich kann fast nebenher laufen. Ich bin gut zu Fuß. Oh Gott, ich habe Angst, mich hier zu verfahren. Das ist schönes Gerät, ne? Ich schaue später noch mal vorbei. Ja, machen Sie das. Ah, oh, das ist echt spannend. Was machen die anderen denn so? Oh, wenn wir hier mal vorbeischauen. Darf ich das? Soll ich einfach mal, soll ich mal gucken? Grüne auf dem Feld, ob wir das alles mit diesem Schneidding hier abmachen sollen. Hallo Wilma. Ach, Cordula! Ach, so schnell trifft man sich wieder, Mensch! Ja, du hier denn auf der Straße! Ja, Mensch. Oh, das ist das denn, so. Wilmi? Das ist die Cordula! Oh, Wilma, schau mal! Du fährst das gleiche wie ich! Oh, ja! Wilmi, wer ist denn die Cordula? Ich höre das hier nur im Funk, sag mal, was ist denn da los? Ja, hier ist richtig was los, sag ich dir. Aber entschuldigen Sie, ich muss jetzt erstmal wieder zu meinem Bruder, der ist da, glaube ich, gerade schon ein bisschen unsicher. Genau, ja. Lass dir die Nummern, immer die Nummern geben, ja. Wilmi, immer die Nummern. Ja, Cordula? Sie sind immer da sehr kompetent. Er macht jetzt nicht so den Eindruck. Ja, doch, auch mein Bruder, alles gut, alles gut. Wollen wir nochmal Nummern austauschen? Oh ja, aber Wilma, nur wenn du das übernimmst, du das mit den Smartphones, das ist einfach nicht so meins. Aber tippst du schnell ein. Genau, guck mal. Hier, guck, das passt so. Machst einfach Wilmi draus, das reicht. Wilmi? Ach, super, super. Das macht sich. Das mit dem 0185 am Anfang, das ist richtig, ja? Ja, genau. Erreichst du mich aber auch, nicht wundern. Da ist vorher eine kurze Ansage, aber dann wirst du zu mir geleitet. Wunderbar. Ja, Wilma, Mensch, da bleiben wir in Kontakt, ne? Ja, machen wir so, Cordula. Super, gut, wir sehen uns. Ja, tschüss. Super. Okay, so, wo bin ich eigentlich? Bin ich falsch gefahren? Nee, hier, ne? Ui. Bin ich hier richtig? Ich habe mich verfahren. Scheiße. Feld 11 war das doch, oder? Hier irgendwo. Hier ist doch mein Hof. Ach, ich bin da. Mist, ich bin eine Straße zu weit gefahren. Okay, wir müssen oben nochmal. Wir müssen nochmal oben wenden. Dann komme ich hier links durch. Ich kann hier durch. Ich glaube hier und dann rechts, oder? Ah ja, hier. Wunderbar. Die Frauen fahren das Gras und die Männer bearbeiten den Rasen. Stimmt. Stimmt, ist bei dem anderen Team auch so. True. Wir haben Geld bekommen. 1096 Euro. Unser erstes Geld. Großartig.
Aber wenn wir das ganze Feld da noch ernten müssen, das dauert ja noch ordentlich lange heute. Warum sammle ich nicht? Ah, jetzt. Wir hätten mähen sollen. Dann wären wir nicht am Ende die gewesen, die übrig bleibt. Jetzt warten ja am Ende wieder alle auf uns. Oh Gott. Ich glaube, ich fahre hier jetzt gar nicht ordentliche Bahn, sondern ich bretter hier einfach irgendwie drüber. Ich glaube, das geht schneller so zu sammeln, als wenn ich hier jetzt immer außen rum fahre. Klappt alles? Ja, wunderbar alles, ganz wunderbar. Das ist schön, weil... Aber wo musst du das abgeben? Musst du das einfach nur abgeben oder kommt, will er noch irgendwas? Oh ne, da, weißt du, bei dem Hof, den er uns da gezeigt hat, da ist so ein Berg Stroh. Das schmeiß ich einfach daneben. Oh, okay. Ja, aber hast du mal geguckt, Dave? Wir haben Geld dafür bekommen. Hab ich gesehen, aber das Geld ist ja leider nichts wert. Stimmt, hat er gesagt. Naja, Mensch, für ein Käffchen wird's ja reichen, ne? Wollte ich gerade sagen, ja. Oder vielleicht können wir unsere erste Bienenkolonie kaufen. Oh, das ist ja eine tolle Idee. Weißt du, also ich bin ja dafür, dass wir die große Bienen-Euterkönigin kaufen. Das ist ja so eine ganz seltene Rasse. Habe ich mal was von gelesen in einem Buch, ja? Ja, ja, das habe ich geschrieben, das Buch wahrscheinlich. Das hast du bestimmt gelesen. Das könnte sein. Ich habe jetzt nicht auf den auf den Autor geachtet, aber... Bestimmt, weißt du, die besten Bienenbücher, die sind von mir. Ah, das kann ich mir gut vorstellen bei dir, ja, ja. Ja, du, ich habe in der Stadt übrigens hier die Wilmi, die habe ich getroffen. Ah, das ist ja eine nette Frau. Wilmi? Wilmi, ja, die Dame da, die am Anfang da mit uns auf dem Fahrrad rumgeflitzt ist. Ah. Genau, die war eine ganz nette. Wie hieß die? Ja, also sie hat gesagt Wilmi. Also ich glaube Wilma ist der richtige Name, hat sie gesagt. Okay. Ja, die hat mir sogar die Telefonnummer eingespeichert. Och, das ist super. Genau, das ist hier irgendwas mit so 0185, so geht die irgendwie los, hat sie gesagt. Da kommt wohl so eine kurze Durchsprache und danach ist sie dann aber dran, hat sie gemeint. Ach so, ja, das ist ja... Das ist ja eine gute Nummer. Ja, nur was ich da von dem Bruder halten soll, weiß ich noch nicht, ne? Bitte? Entschuldigung? Was ich da von dem Bruder, von der Wilmi halten soll, das weiß ich jetzt noch nicht so. Das ist der Bruder gewesen, der... Ja, hat sie gesagt, der Bruder. Ich hab schon Angst gehabt, dass das ihr Mann ist, weiß ich. Ich wollte schon sagen, was hat denn die für einen Geschmack? Hast du die Stirn gesehen? Hab ich gesehen, ja. Da war ja gar kein Haar mehr da. Nee, naja, irgendwann muss man dazu stehen, ne? Wir können ja, wenn das Geld hier nichts wert ist, zusammenlegen und dann können wir ihn bei einer Ja, du kannst immer mit der Ruhe, Dame, ist nicht so einfach. Ich merke das schon. Eine Haartransplantation.
Ja, du weißt, was ich meine. So eine Transplantation meinst du? Ja, dankeschön. Ja, genau das habe ich gesucht. Ja, das können wir machen. Aber da müssen wir erstmal schauen, wie hier so der Zusammenhalt im Dorf ist, ne? Wenn wir jetzt ein bisschen mehr Zeit mit den Leuten verbringen müssen, ob die jetzt nett sind und ob sich das jetzt auch, ne, ob wir so nett sein wollen. Das ist auch die Frage. Ah, wir können ruhig schon ein bisschen nett sein, ne, aber... Ja, also ich bin immer nett, Dame, das weißt du doch mittlerweile. Das stimmt. Weißt du noch, als ich dir das Paket geschickt habe mit den ganzen Bienenkadavern, die du da einmal inspizieren konntest? Guck mal, so Geschenke sind absolut meins. Das ist wohl wahr. Ich hab's aufgemacht, hab mich gefreut. Jeder andere hätte geschrien, aber ich nicht. Wer hat geschrien? Ich sagte, einige hätten bestimmt geschrien, wenn sie das aufgemacht hätten. Ach so, ja, das sind die Unwissenden, weißt du? Die Unwissenden. Das stimmt, ja. So, ich muss dann nochmal los, ne? Bin schon wieder voll. Alles klar. Bis gleich. Bis gleich. Mach vorsichtig. Guten Tag. Guten Tag. Schön. Also, wenn du hiermit durch bist, ne? Ja. Das Feld wird nachher umgelegt zu einem Weizenfeld. Also muss gegrubbert werden, oder was? Also es muss gegrubbert werden, genau. Wo finde ich den Grubber? Der Grubber ist oben am Hof. Also wenn du hier fertig bist, kommst du einfach zum Hof, dann zeige ich dir den Rest, ja? Ja, alles klar. Alles klar, dann bis gleich. Bis gleich. So, wartet mal, jetzt nicht zu spät abbiegen. Ich glaube, ich muss die nächste eigentlich links. Aber ist hier eine Straße links? Ah ja, hier vorne. Ja. Die stimmt, das Geld brauchen wir, um die Wilma anzurufen. Ach. Oh, ich sag's euch, mir fällt das immer schwer, wieder rauszukommen aus dem RP-Sprechen. Das ist immer wieder voll die Umstellung. Ich muss dann immer wieder checken, dass ich mit euch normal reden kann und dass ich mit euch nicht so reden muss. Oh, nee. Jetzt haben wir sogar einen Euro mehr bekommen als davor. Stark. Ist er schon fertig? Oh Gott. Oh Gott, bin ja richtig hinterher. Bin Unimog unüberwindbar. Auf jeden Fall. Oh, guck mal, wie die hier mitten in der Spur laufen. Die sind ja wirklich lebensmüde. Mitten in der Spur. Also auf jeden Fall die nächste Folge braucht man noch, um das hier einzusammeln.
Mal schauen, was wir dann wahrscheinlich ansehen, denke ich mal, müssen wir dann als nächstes machen. Wenn Freezy jetzt grubbern soll, dann müssen wir bestimmt, ansehen als nächstes. Mal gucken. Gut, eine Folge brauchen wir noch. Zwei Folgen und wir haben 0 XP gesammelt. Ich weiß nicht, ob das für oder gegen uns spricht. Aber der Progress ist da. Damon und Cordula sind also Bienenliebhaber. Wer hätte es bei dem Aufzug gedacht? Bisher ist im Ort ja wirklich alles noch super harmonisch. Alle haben sich lieb, alle helfen sich gegenseitig und überlegen sogar, wie man sich zukünftig helfen kann. Ich bin sehr gespannt, wie lange das alles noch so harmonisch bleibt oder wann es dann endlich losgeht. Endlich. Und die Krallen dann auch wirklich mal ausgefahren werden. Denn es ist ja ein Challenge-Projekt. Die Teams treten ja gegeneinander an. Apropos Teams, schaut unbedingt auch mal bei den anderen vorbei aus dem Projekt. Alle sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn dir das Video gefallen hat und das ganze Projekt gefällt, dann lass unbedingt einen Daumen nach oben da und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten YouTube-Video auch wieder.